Nächster Teil. Wir haben uns jetzt eben gerade darüber verständigt. Dreiecke, Vierecke, Vielecke überhaupt, Kreise und so weiter. Da gibt es schon Videos. Also da möchte ich jetzt wirklich darauf verweisen, wer hier zuguckt, der sollte sich diese Videos raussuchen. Zu rationalen Zahlen nochmal. Ich erinnere nochmal, wie sich die Zahlenbereiche überhaupt entwickelt haben. Als wir klein waren, konnten wir mit solchen Dingen umgehen. 2 plus 1 ist 3, das war kein Problem. 3 minus 2 ist 1, das ging auch. 4 minus 6 ist, oh, geht ja gar nicht, geht ja wohl, wissen wir. Das kann man sich, das sind ganze Zahlen, kann man sich so vorstellen wie auf dem Thermometer. Ich habe, hier ist 0 Grad Celsius, hier sind 4 Grad Celsius und es geht um minus 6 Grad Celsius in die Tiefe, dann lande ich bei minus 2 Grad Celsius. Also das ging. So. Ähnliche Probleme hatten wir dann in den höheren Klassen mit folgenden Aufgaben. Es ging so los, dass wir gesagt haben, 24 durch 3 ist gleich 8. Jawohl, das funktionierte. 9 durch 3 ging ja auch super auf. Und wir mussten dann wirklich scheitern an der Stelle, wenn ich gesagt habe, 8 durch 3. Ne? Da war es dann vorbei. Aber wir wissen, das ist die Babyschreibweise. Wir schreiben das einfach so. Und schon haben wir das Ergebnis. Das sind dann 8 Drittel. Das waren dann die gebrochenen Zahlen. Die kann man dann auch mit negativen Vorzeichen kombinieren und so weiter. Gebrochene Zahlen. Naja, nun, das ist ja auch noch ganz schön. Aber schon bei 8 durch 3 gab es ein Problem. Und zwar, wenn ich 8 durch 3 wirklich mache, ich mache das mal nochmal ausführlich. 8 geteilt durch 3 ergibt Folgendes. Das passt zweimal rein. 2 mal 3 ist 6. Dafür gibt es übrigens auch Videos, um nochmal zu erinnern, wenn. Sehr gern genutzt, das kann wohl keiner mehr, die alte Technik. Wir ziehen die 6 ab, dann haben wir eine 2. Jetzt kommen wir am Komma vorbei, denn hier steht ja eigentlich 8,0. Also müssen wir hier auch ein Komma setzen. Holen uns diese 0 hier runter. 20 durch 3 ist 6. Denn 6 mal 3 ist 18. Wir ziehen ab. Bleibt 2 übrig. Wir holen uns die nächste gedachte 0 runter. Ist 6. Und so weiter und so fort. Also, wir kamen dann zu solchen periodischen Dezimalzahlen. Ne? Periodische. Und dann, in diesem Fall haben wir dann rübergeschrieben, diese Zahl haben wir als 2,6 Periode 6, sagt man dazu, dargestellt. So. Aber was ist zum Beispiel bei 22 durch 7? Ich möchte die Rechnung gar nicht vorführen, denn ich könnte übermorgen und in 1000 Jahren noch weiter rechnen. Ich käme nie zum Ende. Und ich finde keine Periodizität. Oder die Zahl Pi, die wir von der Kreisberechnung schon kennen, da gibt es keine Perioden. Das sind dann irrationale Zahlen, ne? Das sind dann ganz verrückte Zahlen. Ach so, ja, und jetzt die Kombination aus diesen ganzen Vorzeichen und diesem ganzen Kram, das sind rationale Zahlen. Eigentlich alles nicht schlimm, es ist nur eine Frage der Rechnerei. Alles nicht schlimm. Jetzt kommt aber was, was zu diesem Thema gehört, und zwar, man setzt. Erstens, damit es übersichtlicher ist, und zweitens ist es manchmal auch dringend nötig, um den Vorrang darzustellen. Klammern. Beispiel: 3 plus 2. Nee, 3 plus 2 mal 4. Das könnte ich mir auch noch. Nö, machen wir es noch schärfer. Minus 5. Und den ganzen Kram, ich mache es jetzt mal extra mit Babyschreibweise durch 6 und das alles mal 4. So. Warum macht man das? Ganz einfach. Wir wissen ja, Punktrechnung vor Strichrechnung ist ja ganz nett. Aber wir kennen auch noch ein Hilfswort, ja. Wort und Verb ist Wort. Eine Kreuzung zwischen Spatz und Dackel ist ein Spackel, ne? Dann. Ja, gut. Also, und zwar, die Rechenregel heißt eigentlich Klammer, Punktrechnung und dann Strichrechnung. Klaps. Beim Gleichung lösen machen wir Klaps rückwärts. Das bloß mal nebenbei. Und das sagt, zum Glück gibt es eine Klammer, dann kann man nämlich solche Sachen nämlich noch ein bisschen geordneter rechnen. Was ist, wenn ich sage, 3 mal 4 minus 5? Was muss ich zuerst rechnen? Die Punktrechnung. Was machen aber viele Menschen gerne? 3 mal 4 minus 5. 3 mal minus, ist minus. Nee, 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 nee.
Noch schlimmer ist es, wenn ich sage 5 plus 3 mal 4. Jetzt fällt das noch weniger auf. Jetzt fangen die Leute sogar mit dem Taschenrechner so an zu tippen und sagen 5 plus 3 ist 8 mal 4 ist 32. Nee, 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 nee. 5 plus 12, das ist es. Und so weiter. Und dem kann man dann ausweichen, wenn man sagt, nein, ich will aber 5 plus 3 zuerst rechnen. Dann setzt man hier eine Klammer drum. Und diese Klammern kann man kombinieren, bis der Arzt kommt. Das ist manchmal wichtig in Steuerungsprozessen. Später, wer Ingenieur werden will, der muss sich dann öfter mal mit Klammern auseinandersetzen. Wer Programmierer werden will, auch. Die Klammern dienen einerseits der Übersichtlichkeit und andererseits auch dazu, dass man dann bestimmten Rechenvorgängen trotz alledem den Vorrang geben kann. Wie man die Klammer auflöst, zeige ich gleich. Das ist nicht das Problem. Eins fällt mir noch ein. Man nimmt gerne auch Klammern, um übersichtlicher zu arbeiten bei solchen Sachen. Ich mache es mal ganz luschig. Minus 2 plus minus 3 mal 4. Guckt euch das mal an. Wenn ich das ganz luschig mache, ist dieses Minus hier vor der 3, ist das schon fast weg. Und wenn es schon fast weg ist und dem Punkt schon nahe kommt, kann es passieren, dass ich da mir selber ein Bein stelle, indem ich da dann plötzlich eine andere Rechenoperation draus mache. Also aus einem kleinen Minus wird ein Punkt, dann sieht man es gar nicht mehr, dann schreibt man es gar nicht mehr, dann macht man da eine 34 draus, was weiß ich. Das ist nicht gut. Und wenn ich jetzt die Klammern drum gesetzt habe, dann ist das nicht gefährlicher, sondern dann kann ich sehen, aha, hier handelt es sich um negative Zahlen. Das ist auch nicht schlimm. Was muss man hier machen trotz alledem? Punktrechnung vor Strichrechnung. Obwohl hier eine Klammer drum ist. Das ist aber nur ein Ordnungskriterium. Also minus 3 mal 4 ist minus 12. Und jetzt sind wir schon dabei, wie löst man Klammern wieder auf? Und hier steht minus 2. Und wenn ich jetzt hier nochmal Klammern drum mache, dann kann ich auch sagen, ich muss die beiden zusammenziehen. Ich muss minus 2 und minus 12 zusammenziehen. Und das ist minus 14. So, aber jetzt zu dieser Klammer. Die markiere ich mir mal. Ich mache mal kurz Pause. So, ich habe mir die Klammer nochmal runtergezogen. Was macht man mit diesem bösen Gebilde? Das sieht viel böser aus, als es ist. Wir wollen es ja letzten Endes ausrechnen. Man geht von innen nach außen und schreibt am besten die äußeren Klammern nochmal mit. Gehen wir mal von innen nach außen. Diese Klammer, die hat Vorrang vor allem. Das ergibt also geschweifte Klammer, eckige Klammer. Und jetzt kommt diese Klammer, die rechne ich aus. 3 plus 2 ist 5. Einfach weiterschreiben, mal 4. Bevor man durcheinander kommt, lieber eine Zeile mehr schreiben. Minus 5. Eckige Klammer durch 6. Geschweifte Klammer mal 4. Geht wesentlich schneller, werdet ihr sehen, als wenn man Mist macht. Wir machen eine Übung. Jetzt gucken wir und sagen, jetzt entscheiden wir, was ist hier drin? Jetzt die nächste, die eine ist weg, die innerste. Jetzt, was passiert hier? Punktrechnung vor Strichrechnung. Okay. Eckige Klammer. Ruhig so schreiben, damit man nicht durcheinander kommt. Genauso untereinander, auch die Gleichheitszeichen, immer schön sauber schreiben. 5 mal 4 ist 20, minus 5 ist 15. Jetzt steht hier bloß noch eine 15 drin. Das ist nicht schlimm. Was machen wir jetzt daraus? Wir sagen, geschweifte Klammer bleibt, mal 4 bleibt. Und wir kümmern uns jetzt um den nächsten Schritt. 15 durch 6, das kann man auch als 15 Sechstel schreiben. Und schon ist die eckige Klammer weg. Und jetzt kann ich die geschweifte Klammer auch noch auflösen, denn jetzt heißt mein ganzer Term 15 Sechstel mal 4 ist gleich. Und das ist nicht mehr schlimm. Ich kann hier entsprechend kürzen. Durch 2 ist 2, durch 2 ist 3, durch 3 ist 1, durch 3 ist 5. 5 mal 2 ist 10. Sieht man hier nicht. Aber hier behauptet sich wieder, Mathe ist Schreiben. Ich empfehle, macht es wirklich so. Schreibt lieber 3 Zeilen mehr, als dass ihr ein falsches Ergebnis abliefert. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Der schönste Schuss, den ein Jäger setzt, ist nicht wert, wenn er es nicht trifft. Der kann noch so schön angelegt haben, der kann noch so schön gezielt haben, ein nettes Gesicht gemacht haben. Daneben ist vorbei. Knapp daneben ist vorbei. Gut, machen wir mal eine Übung. Ich mache nur eine kurze Pause. So, jetzt für die Leute, die es zu Hause machen wollen und das mal üben wollen. Ich habe diesen ganzen langen Ausdruck hier hingeschrieben. Cool bleiben, lieber eine Zeile mehr schreiben.
Auflösen bitte, ich möchte das Ergebnis. Da kann sonst was rauskommen, ist ganz egal. Also, das jetzt zu Hause Pause-Taste drücken und loslegen. Jetzt haben wir das mal gemacht. Ich habe es jetzt wirklich noch ausführlicher gemacht. Hier oben war die Ausgangsgleichung. Und immer schön die Klammern an die entsprechende Stelle, kommt man nie durcheinander. Hier hinten 3 minus 7 ist minus 4. Das habe ich aber der Übersichtlichkeit halber, sicherheitshalber in diese runden Klammern reingesteckt. Hier drin ist Folgendes passiert, das ist 2, ne, das war die runde Klammer, 3,2 minus 1,2 ist 2, mal 4 habe ich noch in die eckige Klammer reingesperrt. Hier habe ich gleich eine 3 draus gemacht, hier hätte ich noch eine eckige Klammer draus machen können, war jetzt wirklich unnötig und das ist minus 1, sicherheitshalber. Ich hätte auch eine Runde draus machen können, aber damit ich sehe, dass das die ist hier, mache ich das so. Nächste Zeile. Das ist also jetzt, das war die erste Zeile, jetzt kommt die zweite und dann kommt die dritte. Die hätte man sich beinahe sparen können. 2 mal 4 ist 8. Die eckige Klammer hat sich erledigt. Plus, Achtung, 3 mal minus 1 ist minus 3. Also das hier ist das hier. Und demzufolge habe ich hier hinten noch mal minus 4, die geschweifte Klammer nochmal hingeschrieben. 8 plus minus 3 ist 5. Ich kann auch sagen 8 minus 3. Und das mal minus 4, die 5 mal minus 4 ist minus 20. Fragen? So, wer so einen Quatsch üben will, der macht das genauso, indem er sich einfach irgendwelche blödsinnigen Klammern ausdenkt. Er fängt aber am besten beim Hinschreiben von innen an. Fängt mit einer runden an, schreibt dann irgendwelchen Kram dazu, muss dann sich irgendwann, das kann man beliebig machen, sich irgendwann mal entschließen, weitere Klammern zu setzen und dann geht man wieder von innen nach außen und hat's. Ich mache das Video jetzt an der Stelle dicht, ne? Okay, also.